Hallo zusammen und dies soll mein Bewerbungsvideo sein für den Arctic Warrior. Erstmal vorab an alle bisherigen Einsendungen, die ich so verfolgen konnte. Man hat natürlich geschaut, was so die anderen hochgeladen haben, was für Videos die erstellt haben. Es sind alles so schöne, kleine, gelungene Kurzvideos. Bitte verzeiht mir, dass ich jetzt nicht in eine Kühltruhe mit Wasser reinsteige, in einen kühlen See reinspringe und mich jetzt hier ausziehe und im Schnee wälze oder sonst irgendwas. Ich war vor kurzem krank und bin jetzt wieder einigermaßen fit, sodass ich jetzt aber immer noch Bedenken habe, ganz auszufallen für die nächsten Tage. Von daher seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt nicht solche Aktionen mache und eher auf meine Gesundheit in dem Moment achte, um nicht nochmal krankgeschrieben zu sein und auch ja, auszufallen. Die Videos, die ich bisher gesehen habe, Hut ab an alle, die zum einen eine Bewerbung überhaupt abgegeben haben und sich das Ganze trauen. Und Otto, du sprichst von einem kleinen Diamanten, den du suchst, der dadurch emporsteigt, um quasi mehr gesehen zu werden. Ein vielleicht Rohdiamant, der noch ein bisschen einen Feinschliff braucht. Ich hoffe, dass ich der Diamant vielleicht bin, den du suchst. Klingt wie eine Dating-Show. Ja, aber mal davon abgesehen, ich freue mich, wenn ich natürlich in die engere Auswahl komme, wenn mein Video von dir, Otto, gesehen wird und die Community um dich herum mein Video vorschlägt. Ich drücke natürlich allen Teilnehmern die Daumen, denn in meinen Augen hat jeder das Ganze verdient und ich hoffe einfach mal, dass es vielleicht nicht nur eine Wildcard gibt, sondern wenn Fritz, du hast heute Morgen das Video veröffentlicht, wo du gesagt hast, dass du vom Fritz noch keine positive Rückmeldung hast und deswegen natürlich nicht sagen kannst, ob er jetzt dabei ist beim Arctic Warrior oder nicht. Ist Fritz Meinecke beim Arctic Warrior dabei? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass sein Terminkalender sehr, sehr voll ist. Ich würde ihn natürlich mega gerne am Arctic Warrior sehen. Ich weiß, Fritz hat Bock auf richtige, echte Abenteuer und es wäre schon mega, ihn dabei zu haben. Ja, kann ich allerdings noch nicht mit Ja beantworten. Wenn Fritz ausfällt oder zum Beispiel andere Teilnehmer ausfallen. Ihr wisst, ich hasse Kälte, ich hasse Frost, ich habe noch nie in meinem Leben Urlaub im Schneegebiet gemacht oder so, würde ich auch nicht machen. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es nicht nur eine Wildcard gibt, sondern dadurch dann mehrere Wildcards entstehen und mehrere Bewerber genommen werden könnten. Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen Vereinen bin ich natürlich auch sehr gewillt, immer mich auf unterschiedliche Situationen einzustellen, wie auch in dem Moment wahrscheinlich beim Arctic Warrior durch die Aufgaben. Bei der Strecke, die man dann zu zweit als Team läuft, werden unterschiedliche Aufgaben gestellt, die dann absolviert werden müssen und diese Aufgaben ergeben Punkte. Und wer am Ende am Ziel ankommt und dann noch die meisten Punkte hat, der hat den Arctic Warrior gewonnen. Was treibt mich dazu an? Ich habe zu Hause eine kleine frische Familie, einen 2,5 Monate alten Sohn und dort möchte ich mir einfach beweisen, dass wenn ich den Arctic Warrior schaffe, dann schaffe ich auch die Vaterrolle, kann dort gelassen drangehen und kann quasi alles meistern, was so auf mich zukommt. Otto, du hast auch gesagt, du suchst einen Diamanten, den du zum Glänzen bringen willst, den du hervorbringen willst. Ich hoffe, dass ich dieser Diamant sein kann, denn ich bin nicht derjenige, der jetzt großartig in den Wald geht und dort Übernachtungsvideos zeigt, die die meisten Leute sehen wollen. Ich kenne mich schon sehr gut mit den Ausrüstungsgegenständen aus, die ich so habe, auch verschiedene Schlafsäcke und so weiter, die ich auch gerne immer mal teste. Ich bin aber nicht derjenige, der im Wald geht. Ich habe absolut kein Problem damit, im Wald zu schlafen. Aber es gibt eine Regelung, dass man gegen Abend bzw. in der Nacht sich nicht im Wald aufhalten soll, um die Tierwelt dort in Ruhe zu lassen, damit die dort nicht gestört werden. Und daran möchte ich mich so ein bisschen halten. Deswegen, solange ich keinen eigenen Wald habe oder eine Erlaubnis habe, in einem Wald das dementsprechend in der Nacht zu machen, bleibe ich davon einfach fern.
und mache das Ganze nicht im Wald, sondern an anderen Ecken, wo ich hoffe, dass der ein oder andere Verständnis hat, dass man auf meinem Kanal jetzt nicht sonst was wie viele Videos mit Übernachtungen sieht. Dennoch sieht man viele Videos im Bereich Ausrüstung und so habe ich nicht nur, wie in dem Fall, Handy-Gimbal, Kamera und Action-Cam, wie hier jetzt dabei, sondern auch natürlich verschiedene Ausrüstungsgegenstände im Bereich Survival, Bushcraft, Outdoor, je nachdem, wie man es nennen möchte, wo ich dann mit Feuerstarter oder auch Schlafsack, Tarp, Knoten mit Paracord und allem Möglichen unterwegs bin. Und was zeichnet mich auch noch aus? Ich habe Durchhaltevermögen. Wenn ich mir etwas vornehme, dann möchte ich das natürlich auch erreichen. Muss nicht in dem Moment direkt sein, dass ich den Arctic Warrior als Sieger bestreite, sondern einfach nur da durchkomme und das Ganze durchziehe. Auch das Robbenfell, sage ich mal, was ich mir angefuttert habe in der Zeit, das wird gewiss auch sehr nützlich sein und liefert mir Energie. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, ich muss jetzt morgens um 9, mittags um 12 oder abends um 18 Uhr was zu essen auf dem Tisch haben. Ganz im Gegenteil, manchmal ist es so, dass ich morgens gar nichts frühstücke, mittags dafür ganz gut esse und dann abends wieder nur eine Kleinigkeit oder auch ein bisschen mehr. Und ich denke mal, dass das auch etwas sein wird, wo der Fokus natürlich nicht drauf sein sollte bei dem Arctic Warrior, dass man dort eine Strecke läuft, erstmal morgens schön gemütlich Kaffee trinkt oder sonst irgendwas macht, sondern einfach die Strecke abläuft, die Natur genießt in dem Moment. Und das ist auch das Nächste. Ich hoffe, dass ich bei dem Arctic Warrior Polarlichter sehen werde, dass ich dort vielleicht die ein oder anderen Tiere sehen darf, die uns vielleicht begegnen werden oder auch Tierspuren, wäre ich auch vollkommen zufrieden mit. Ich freue mich natürlich über alle Folgen, die über den Arctic Warrior kommen werden und werde die einsaugen, genauso wie beim Ocean Warrior oder Seven vs. Wild, die erste oder zweite Staffel, und hoffe für Otto und die ganze Community, dass das Ganze ein super Event wird mit viel Spaß und Fun Fact natürlich, der hoffentlich nicht nur damit aus ist, dann weiße Landschaft zu zeigen und das war's. Ich bin auch sehr gespannt auf die Aufgaben, habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, was dort kommen könnte und freue mich auf alles, was gezeigt wird. Ich drücke allen Teilnehmern, Experten oder Nicht-Experten, die Daumen für eine erfolgreiche Teilnahme und allen Zuschauern viel Spaß bei der Serie, die dann dementsprechend kommen wird. Otto wünsche ich natürlich auch viel Erfolg für sein Unternehmen, für ihn als Person natürlich und freue mich sehr, dass ich die Chance habe, einfach die Wildcard-Bewerbung hier aufzunehmen und dementsprechend so ein bisschen in der Community gesehen zu werden. Wenn auch ihr weitere Folgen von mir sehen möchtet, dann abonniert meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, empfehlt es in der Community, sodass Otto aufmerksam drauf wird und ich vielleicht die Chance habe auf die Wildcard. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von Arctic Warrior haltet, was dort für Aufnahmen oder auch für Aufgaben kommen werden. Und ich verabschiede mich in diesem Sinne und sage, macht's gut, bis zum nächsten Video.